weiter geht's. Wieder ein bisschen Erfahrung sammeln mit meinem Auto. Tag fahren. Sprintrennen noch ein bisschen für die Erfahrung. Wunderbar. Platz. So, Kollege, du hast es immer auch schon ein bisschen Ärger gemacht. Okay. Dann spielen wir das Spiel ein bisschen anders. Können wir uns kurz dann schon mal ein bisschen absetzen jetzt vom Rest des Feldes. Du sind hier mal dazu. Und so, 60% ungefähr, zwei Drittel des Rennens haben wir durch. Geht aber gut ab, muss ich sagen. Jetzt auf jeden Fall der Mazda.
So. 500 Meter haben wir noch. Damit haben wir das Ding gewonnen. Erst neues Auto, erst Rennen gewonnen. Super. Gut, was haben wir hier? 80 verfügbar. Na gut, klar. Dann geben wir auf Tags. Wir können trotzdem hin. Gucken wir uns mal kurz das Versteck da an. Naja, besser als nichts. Level 9. Sicher. Du darfst jetzt neue Teile kaufen. Yeah. Sieh sie dir mal an. Na, leider auch nicht das Geld dafür momentan. So. Wieder ab auf die Strecke. Super, dass er mich genau hier oben hinschickt. Ich wollte eigentlich hier runter irgendwo. Wo war das Rennen jetzt? Hier war noch ein drin. Okay, das können wir noch nicht fahren. Da sind wir zu schwach noch für. Das brauchen wir nämlich 180. Wir haben 170. Also müssen wir noch halt Rennen fahren oder was? Oh, okay. Was ist denn? Hier.
So, die haben wir auch mitgenommen. Hey, ist Anna bei dir? Nein, hat sie sich ver... Nehmen wir den mit. Nehmen wir eine Mission. Hey, Lukas Freund, richtig? Du willst mich wohl treffen. Die Leute reden über dich. Und das nicht grundlos. Das heißt, Racing sei nicht so dein Ding. Was eigentlich nie. Mich interessiert nicht, ob du deinen Wagen im Griff hast oder wie schnell du bist. Also komm, steig ein. Dann zeige ich dir, was ich meine. Dann mal los. Okay, geben wir mal richtig Gas. Du musst die Kurven mit Tempo anfahren. Um in den Drift zu kommen, gibst du kurz Vollgas und lenkst ein. Dann wieder schnell auf Vollgas und halten. Gleich nochmal. Gib kurz Vollgas und lenk ein. Und geh dann wieder aufs Gas. Einmal noch. Vollgas, dann Gas halten, gegenlenken. Genug geredet. Willst bestimmt selbst ans Steuer. Oh ja, sehr gern. Erstmal geht's nur um die Drift ein. Also denk dran. Vollgas und einlenken. Sehr gut. Jetzt deine Drifts zu halten. Lenk ein und gib Gas für mehr Slide. Lenk gegen und geh vom Gas für weniger Slide. Versuch mal nicht irgendwo gegen zu fahren. Heck, du hast den Bogen raus. Drift war echt gut. Zeigst du mir noch einen? Das war nichts. Ich will sehen, dass du den Drift hältst. Hey, sachte, ja? Dann war das eindeutig ein bisschen zu nah. Sehr gute Technik. So will ich das sehen. Sehr gut.
Und jetzt machen wir das Ganze mit Stil. Halt dein Tempo hoch und zieh den Drift, solange du kannst. Und wenn du wirklich angeben willst, je näher du an der Absperrung fährst, desto besser. Denk dran, Kontrolle ist der Schlüssel. Nochmal. Das nenne ich Kontrolle. Schaffst du das nochmal? Okay, genug geübt. Wie wäre es, wenn du die Strecke jetzt ernsthaft in Angriff? Was? Was ich gesagt habe. Vollgas, um den Drift einzuleiten. Und zieh ihn dann kontrolliert bis zum Ende durch. Welch eine Überraschung. Na, probieren wir's. Zeig mal, was du kannst. Gut, brich jetzt nicht ab. Den nächsten noch länger. Das hat Potenzial. Behalte deine Linie immer im Blick. Ja, sehr gute Linie. Wow, ich bin echt beeindruckt. Gemacht. Nicht übel. Gut, brich jetzt nicht ab. Gemein. Wow, ich bin echt beeindruckt. Geschafft. Hab ja erwartet, dass du gut bist, aber das war fast beunruhigend. So. Schön Rap und schön Kohle. Super. Was haben wir hier? Also das hatten wir schon gerade, ne? Ich werde in der Werkstatt ein paar neue Reifen für dich abgeben. Bin gespannt, was du damit zustande bringst. Danke. Kein Problem. Ich melde mich, wenn ich soweit bin. So, dann jagen wir uns mal hier die nächste Kohle ein. Den mal 25.000.
Okay. So. Jetzt kommen wir kurz wieder ein bisschen weg. Ein bisschen Nährstoffgröße über 300 Meter mittlerweile. So, letzte Runde. Den einen holen wir uns doch, den überrunden wir noch. Sehr schön. Gut, dann war's das. Wir sehen uns Montag wieder.